Diesmal zeige ich euch das Umrüsten eines Lokdecoders für Märklin. Umbauen werde ich diesen ICE 2 aus einer Startpackung. Die Lok hat schon einen MFX-Decoder, allerdings mit sehr wenig Sounds und die Anfahr- und Bremsverzögerung kann man nicht getrennt voneinander einstellen und das würde ich gern ändern. Also kommt dieser Decoder jetzt raus und dafür kommt ein neuer Decoder rein, dann mit ganz vielen eigenen Sounds. So sieht der ICE 2 aus, wenn man das Gehäuse aufmacht. Unterhalb der Lok ist der alte Lautsprecher zu sehen. Den lasse ich drin, auch wenn bei den neuen Lok-Sound-Decodern immer noch ein Lautsprecher dabei ist. Vielleicht wollt ihr ja mal eine Lok ohne Sound aufrüsten, dann ist dieser Lautsprecher ganz hilfreich. In diesem Fall spare ich mir jetzt aber die Arbeit und lasse den Lautsprecher einfach drin. Noch kurz ein Funktionstest des Motors mit dem alten Decoder. Na und so klingt der alte Sound. Jetzt wisst ihr, warum da ein neuer Decoder rein soll. Als neuer Decoder kommt dieser Märklin Sound Decoder MSD3 in die Lok. Da gibt's verschiedene, also aufpassen, dieser hier ist zum Umrüsten von Märklin und Trix H0 Hobbylokomotiven der 36er Serie. Alles, was ihr zum Umbauen braucht, habe ich euch in den Beschreibungstext unter dieses Video gepackt. Bevor der neue Decoder in die Lok kann, muss ich aber den alten Decoder erst ausbauen. Dazu öffne ich erstmal alle Schrauben, 4 Stück an der Zahl. Danach löte ich das gelbe Kabel für die vordere Beleuchtung und das graue Kabel für die vordere Beleuchtung ab. Dann kommt das rote Kabel, das zum Schleifer geht, weg und das braune Kabel, das zum Schleifer geht, auch. Und noch ein zweites braunes Kabel. Jetzt kann man den Decoder mitsamt dem Motor aus der Lok herausnehmen. Vorsicht aber, ihr müsst jetzt noch die alte Decoderplatte vom Motor weglöten. Einmal hier auf der linken und einmal hier auf der rechten Seite. Ja, und jetzt kann man den Motor vorsichtig rausschieben. Dann wird es Zeit für den neuen Decoder. An sich ist das jetzt recht simpel, aber ihr braucht ein bisschen ruhige Hände und ein wenig Übung mit der Lötstation. In der Gebrauchsanweisung ist zu sehen, was man wohin löten muss, aber ihr könnt das Ganze hier auch im Video anschauen. So, als erstes löte ich mal die neue Decoderplatine an den Motor. Mit einem Schraubenzieher klipse ich hier die beiden Leiter hier auf die Platine. Und dann löte ich das mit ein bisschen Lötzinn hier fest. Ich bin da definitiv kein Lötprofi, aber die Lötstation von mir hat zum Glück eine sehr dünne Spitze und eine gute Temperaturregelung. Das hilft ein bisschen. So sieht das dann aus und jetzt setze ich den Motor mal ein und schaue, ob alles passt und sehe auch schon das erste Problem. Bei mir ist der Motor mit der Platine auch schon vorher genau andersrum in der Lok gewesen, als es in der Anleitung steht. Also sind die schönen kurzen Kabel alle auf der falschen Seite. Das wird nix. Jetzt muss ich die Kabel erstmal länger machen, denn die müssen genau auf die andere Seite. Na gut, dann ein paar farbige Kabel und ein paar Schrumpfschläuche und dann werde ich mir die Kabel einfach ein bisschen länger löten. Vorher schaue ich mir mal an, wie der neue Decoder hier auf diese Platine kommt. Passt mir da bitte mit den Zacken auf. Hier oben seht ihr eine Aussparung. Auf die müsst ihr auch auf der Grundplatte achten, sonst brechen euch die Pins ab. Zum Festlöten könnt ihr den Decoder natürlich auch nochmal herunternehmen. So, jetzt ein kurzer Blick in die Anleitung. Wo wird was festgelötet? Hier habe ich die drei Kabel etwas verlängert. Das ist jetzt ein bisschen Kabelsalat geworden, aber das verstecken wir nachher einfach alles im Gehäuse. Und ich habe mit dem heißen Lötkolben einfach kurz mal an den Schrumpfschlauch dran gehalten, damit ich diese Schrumpfschläuche kleiner mache, damit die Kabel auch gut halten. Das gleiche mache ich jetzt mit den beiden Lautsprecherkabeln. Auch hier kommen zwei Schrumpfschläuche hin. Die werden jetzt an das rote und schwarze Kabel des Lautsprechers angelötet. Am besten verwendet ihr hier noch so ein Werkzeug als dritte Hand mit diesen Klemmen, dann geht's leichter. Welches der beiden weißen Kabel an das rote oder schwarze kommt, ist egal. So, zu guter Letzt noch die Beleuchtung vorne an der Lok. Auch hier sind die Kabel etwas zu kurz, also mit einem orangefarbenen Kabel und einem schwarzen Kabel kurz verlängern. Bei manchen Loks gibt es für die Beleuchtung auch so ein Kabelband, das man hier jetzt in die schwarze Buchse stecken könnte. In diesem Fall bei dieser Startpackungslok ist das aber nicht der Fall, also muss ich das orangefarbene Kabel ganz außen anlöten und das schwarze Kabel hier innen daneben.
So, jetzt wird's Zeit für einen Funktionstest. Dazu kommt die Lok auf den Rollenprüfstand und ich mache einfach mal das Licht an und fahre langsam los. Mit dem niegelnagelneuen Decoder hat die Lok allerdings jetzt die Soundfunktion einer Herkules-Diesellokomotive. Ja, und das wird als nächstes geändert. Dazu kommt der Decoder jetzt auf einen speziellen USB-Stick von Märklin. Dazu einfach vorsichtig den Decoder abstecken, damit die Pins nicht verbiegen, und rauf damit auf den Decoder-Programmer von Märklin. Mit der Software des Decoder-Programmers kann man sich die Soundbibliothek von Märklin direkt auf seinen Computer herunterladen und sieht dann diese Verzeichnisstruktur. Ja, und hier kann ich jetzt auch einen eigenen Sound hinzufügen. Dazu erstellt man zum Beispiel hier im Ordner der Bahnhofsansagen einen neuen Ordner. In meinem Beispiel jetzt mal ICE Einfahrt. In diesen Ordner könnt ihr jetzt eine eigene Wave-Datei hinzufügen. Diese muss allerdings besonders kodiert sein. 16-Bit Mono und es darf nur eine Samplerate von 15.525 sein. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das ist keine Standard-Rate von den Sample-Rates und da muss man sich eventuell eine spezielle Sound-Software runterladen, mit der man dann seine eigene Stimme vom Diktiergerät ein bisschen umkodieren kann. Da sammeln wir einfach mal ein bisschen Sachen in den Kommentaren, ich schreibe auch was dazu. Wichtig ist auch, dass ihr diese Wave-Datei in Start.wave umbenennt, dann wird diese Datei vom Decoder-Programmer als Log-Sound erkannt. Jetzt könnt ihr die Märklin-Software neu aufmachen für den Decoder-Programmer und in die Einstellungen der Logs gehen. Hier könnt ihr auch gleich die Funktionen der Log bearbeiten und eine neue Funktion hinzufügen. Als erstes legen wir aber mal einen neuen Log-Sound an. Unter Soundauswahl müsst ihr nämlich alle neuen Log-Sounds erstmal in das Projekt hinzufügen, unabhängig auf welcher Funktionstaste der Sound später sein soll. Hier wähle ich jetzt den neuen Sound und kann links in der Soundquelle aus der Märklin Soundbibliothek meinen eigenen ICE-Anfahrsound auswählen, indem ich ihn einfach hier rüberziehe. Hier kann man den Sound auch nochmal vorhören, den ich gerade eingesprochen habe. Achtung! Verehrte Fahrgäste, Achtung auf Gleis 3, dort fährt ein der ICE 526 nach Münster-West Hauptbahnhof. Die Wagen der ersten Klasse heute in Abschnitt B. So klingt er dann. Jetzt geht's zurück zu den Funktionen und ich lege eine neue Funktion an. Hier mit einem Symbol für die Funktion, das dann auch auf der CS3 erscheint. Und daneben wähle ich Momentfunktion, damit der Sound nur einmal abgespielt wird. Jetzt kann man hier rechts den Sound für diese Funktion zuweisen. Und da wähle ich jetzt den Sound aus. Danach wird das Projekt gespeichert und über den USB-Stick auf den Log-Decoder übertragen. So, jetzt wird es Zeit, die Lok wieder zusammenzubauen und zu testen. Verehrte Fahrgäste, Achtung auf Gleis 3, dort fährt ein der ICE 526 nach Münster-West Hauptbahnhof. Die Wagen der ersten Klasse heute in Abschnitt B. Ja, das hat funktioniert. Dann ist es Zeit für die erste Probefahrt mit dem umgerüsteten Sounddecoder. Viel Spaß beim Nachbasteln, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Verehrte Fahrgäste, Achtung auf Gleis 3, dort fährt ein der ICE 526 nach Münster-West Hauptbahnhof. Die Wagen der ersten Klasse heute in Abschnitt B.